Herzlich willkommen in der 31. Folge von RimWorld hier in der Bildergalerie. Gelbe Maus wird versorgt, hat eine kleine Entzündung. Ich sehe gerade, die Rauchblatt-Joints sind weg. Hat die sich so alles einverleibt? Sei es drum. Wir versuchen immer noch, Gelbe Maus zu konvertieren. Ich heiße Michael und euch herzlich willkommen. Und da kommt die große Karawane. Okay, ja, ja, kommt mal alle rein. Und Forschen müsste mal wieder priorisiert werden. Es geht gerade gar nicht voran. Das kannst du mal mitmachen. Ja, genau. Neben dem Kochen. Steffens Kochen. Konrad kocht. Nee, nee, alles gut. Schön. Also kannst du mitforschen. Mal sehen, ob was draus wird. Ich möchte dich eigentlich nur ungern beim Sex stören, aber schauen wir mal, was wir hier machen können. Vielleicht haben die ja irgendwas Vernünftiges für uns dabei. Dein Unterhändler Mickey kann aufgrund seiner niedrigen Gesundheit nicht richtig sprechen. Das wird Einfluss auf den Handelspreis haben. Erwäge einen gesunderen... okay, okay. Moment. Was nimmt... Was wollen wir hier für Gold? Bietet hier 6,34. Stopp, Mickey. Du bist offensichtlich verletzt. Okay. Mickey hat sich erstmal die ganzen Rauchblatt-Joints reingeballert und steht jetzt lallend vor dem Typen und versucht irgendwas zu kaufen. Kann ich verstehen, dass das keine gute Idee ist. Du wirst nicht verhandeln. Das wird Steff machen. Wir werden gleich sehen. Niedrige Gesundheit. Moment, was ist denn mit euch los? Kurz abbrechen. Auch Hai. Seid ihr alle Hai? Nee, Tine nie. Also Rauchblatt-Joints, das lassen wir mal. Die knallen sich ja alle übelst die Birne zu und Feierabend ist. Die Tine wird mit dem Großhändler handeln. Tine macht das. Hallo Tine. Aufstehen. Aufstehen. Vielleicht ein bisschen übermüdet, aber du kannst wenigstens handeln. Was gibt es hier jetzt für Gold? 6,99, ein bisschen mehr. Also das Rumgelalle, das klappt einfach nie. Verstanden. Was habt ihr? Eine Studie? Ihr habt Pferde, Pemikan. Das meint fast alle. Warum fressen die das? Ach, jetzt mal. Ganz kurz. Ich muss das Pemikan sperren. Ich Vollidiot. Naja, so ist es halt jetzt. Es sind noch 5 übrig. Tine. So. Was war denn jetzt los? Warum ist denn jetzt... Warum liegt denn jetzt hier das Pemikan? Verstehe ich nicht. Ich meckere da jetzt nie. Ich verkaufe aber auch keins. Wir könnten Schokolade kaufen. Für 3. Silber 295. Schokolade mal so als Luxusgut. Nach dem Joint. Überlebensration. Nee, 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 nee. Menschenfleisch. Okay, eigentlich. Oh nee, was seid denn ihr für Kunden? Neuramin. Die haben aber einiges. Wenn Medizin und Drogen benutzt wird. 7. Kaufe ich auch mal. So, kann ich euch irgendwas verkaufen? Den ganzen Ledermist. Das ist eh viel zu wenig. So, der hat 800 Mäuse dabei. Meerschweinchenfell. Geben auch mal mit raus. Echsenleder. Die Sachen hier, die bringen halt einfach nichts. Ist zu wenig vorhanden. Müsste man sich irgendwann mal besorgen. Stahl verkaufe ich euch nicht. Meerschweinchenfell. Sind wir im Geschäft. Parka aus dünnem Leder. Schutzjacken haben die. Habt ihr Kanonen? Nachttisch aus Stahl. Pff, kann ich alles selbst bauen. Bett aus Holz. Hm. Und Jade will niemand. Die Medizin wollen sie auch nie. Und niemand. Gut, das ist okay. Dann machen wir das so. Ich nehme irgendwas. Schokolade 5.
Lebensrationen. Hm. Bauteile verkauft ihr für 37. Habe ich eigentlich genug. Kraftstoff. Das Brandbombe. Boah. Nehmen wir noch Kraftstoff mit. Stoff wäre gut. Stoff. Wie braucht man denn so? Hm. Auch eine gute Frage. Das ist nie ganz billig. Ich kaufe mal Stoff. Ja. So machen wir das jetzt. Was hast du denn jetzt gerade gemacht? So. Du holst jetzt mal die wichtigen Sachen rein. Klar. Das ist mein Silber. Haben die mir irgendwas geschenkt? Hol mal den Kraftstoff. Das da. Also den Stoff. Was ist jetzt passiert, verrücktes Wasserschwein? Wo haben wir dich? Dich haben wir dort. Du bist tot, bist du. Ich hole dich mir mit der Schatze. Wo bist du, verrücktes Wasserschwein? Ja. Das sollte kein Problem sein. So. Haben wir hier noch Schokolade draußen liegen, 360 Silber. Die futtern bei mir am Tisch. So, kümmern wir uns erstmal um die Sache mit dem Wasserschwein. Das ist ganz schön flott. Vielleicht sollte ich doch nochmal jemanden mit ranholen. Baut Wand, Baustelle aus. Komm mal mit der Kanone raus. Daneben. Daneben. So, du wurdest verletzt. Nö, wurdest du nicht. Dich futtern mal auf. Alles geht weiter seinen gewohnten Gang. Gut, das war jetzt nicht so schlimm. Das hat gar nicht wehgetan. Steff forscht jetzt so, wie es gewollt ist. Und was macht eigentlich Tine? Füttert gelbe Maus. Wie geht's dir eigentlich? Schwer. Gar nicht mal so gut. Das kann man hier eigentlich auch mal lassen inzwischen. So, was machen wir jetzt? Genau, hier unten wird ja schon gebaut. Das Zimmer für gelbe Maus. Dann natürlich noch umbenannt. Pemikan. Wo ist der Stoff? Den lassen wir erstmal. Und das auch. Dass ihr das Zeug nie anrührt. Genug Holz da. Genug Holz ist da. Haben wir hier irgendeinen blockiert durch Ameisenbaum? Bist du der Ameisenbaum? Ja. Weg damit. Weg damit. Das muss einfach mal alles weg. Das geht so nicht weiter. Fällen, fällen, fällen. Fällen. So. Kann Konrad machen. Kann er sich mal schön dran verdingen. Und hier wird leider das Ding geschlachtet. Genau so muss das sein. Konrad kocht. Haben wir eigentlich genug Futter? Wir haben gar kein Fleisch mehr, oder? Wasserschweinfleisch. Ach doch, ist jetzt wieder ein bisschen da. Schlangenfleisch ist noch da. Hier draußen geht alles seinen Gang. Man könnte mal wieder was jagen gehen. Irgendwas. Ein bisschen mehr Fleisch auf der Speisekarte zu haben. Ist erstmal was. Und wir gucken in der Zwischenzeit mal, was man denn jagen könnte. Und Geschenk von Tobum. Ein Hemd aus Schweineleder. Das ist schön. Nee, das ist mir zu wenig, Wasserschweine. Ist hier mal wieder irgendeine Herde? Schweine. Gucken, wo sich hier was bewegt. Hm. Viel ist nie. Früher war mehr Leibanda. Roger geht noch dort unten rum. Oder Roger. Hier unten sind die. Ui. Okay. Wollen wir es mal wagen, nochmal ein Nashorn zu schießen? Oder einen Elefanten?
Ich will eigentlich keine Elefanten schießen, aber das sind so viele. Damit kann man ja schon was anfangen. Die wären bestimmt böse. Ich will eigentlich keine Elefanten schießen. Hier ist noch ein Dings. Alpaka, ich gehe Schweine jagen. Ich gehe Schweine jagen. Sieht fern. Kannst dir noch antun. Und dann gehst du mal jagen. So, 15 Uhr. Geht's los in die Jagdsaison. Denke mal, zwei Forschungen abgeschlossen. Sehr gut. Das Teufelskorn ist fertig. Kann man es endlich anbauen. Und dann muss man mal schauen, wonach, wie geht's weiter. Mikroelektronik, Schutzausrüstung, Mörser, bessere Knarren, sowas wäre eigentlich ganz okay. Mikroelektronik wäre auch gut, was hier alles dann losgeht. Da käme man mal ein bisschen in der, Progression weiter. Grundlagen des Raumflugs, okay, das dauert noch eine ganze Weile. Biokraftstoff. Immer diese Auswahl, Rauchwandgürtel, Prothetik, Mörser. Puh, was bauen wir? Schutzrüstung, ja gut. 1200 Mikroelektronik haben wir, 600 Rauchwandgürtel. Benötigt, ja, das ist alles klar. Kann mich nicht entscheiden. Sowas bauen. Krankheiten. Krankheiten, kampfrelevante Fähigkeiten, Muntermacher und Krankheiten wie Pest, Malaria und sowas weiter zu verhindern, bevor sie ausbrechen. So, er ist da. Was haben wir denn hier? Weibchen, Männchen, Weibchen, Männchen, Männchen. Männchen zu schießen wäre eigentlich am idealsten. So geht Jagd. So, haben wir Nummer 1. Dann holen wir uns noch ein Männchen. Boah, direkt umgeknallt. Guter Schuss. Jetzt haben wir hier noch ein Weibchen. Männchen. Männchen. Ja, so lassen wir das. Gute Jagd. Aber hol doch gleich das Schwein. Bring's doch gleich mit. Okay. Wie geht's, gelber Maus? Kannst du sie weiter bekauen? Sozial, Tine. Plus 20 immerhin. Naja, könnte werden. So, wie ist sozial? Plus 20. Versuchen wir sie mal immer schön weiter zu rekrutieren. Das wird schon klappen. So, jetzt schläft alles. Geht's deiner... Wurde immun. Wurde immun. Sehr gut, hat's gepackt. Hat das zumindest geschafft, zu überleben. Naja. Wie weiter, wie weiter. Jetzt kocht Rina, soll's eigentlich nie. Warum? Das ist doch Käse. Konrad soll. Konrad pennt noch. Gut. Geschenk von Tobrum. Wo ist es? Ja, hat's an. Ist recht. So kann das weitergehen. Keine Drogen mehr. Das tut den Leuten nicht so gut. Die Elefanten schlafen hier unten schön. Der pflückt Bären und isst sie. Naja, vielleicht schließt du dich ja doch noch an. Es ist gerade kein Wind. Sieht's hier aus. Holz ist genug da. Ja. So, das hier ist auch abgeschlossen. Was war jetzt? Gelbe Maus ist vollständig geheilt. Widerstand. Von 51 auf 51,1 geändert. Was könnte man denn tun, damit sich deine Stimmung etwas verbessert? Ja, nebenbei Zeug einsammeln. Wie viel Metall ist noch da? Ich habe 205.
Stahlreste bauen wir ab. Wichtig. Wenn wir genug Stahl da haben. So, der Raum ist fertig. Haben wir genug Schieferplatten? Was mache ich mit dir, gelbe Maus? Kann ich irgendwas bauen, was vielleicht deiner Entspannung, deine Laune... Was schlägt denn dir eigentlich auf den Körper? Bedürfnis. Nackt, unansehnliche Umgebung, abscheuliche Baracke, in der Kälte geschlafen. 20 Grad. Gefangener wurde entlassen. Das hat sie gefreut. Du brauchst Klamotten. Habe ich Klamotten? Stammeskleidung. Kann, wie kann ich das machen? Du sollst es ja nie anziehen. Das verstehe ich jetzt nie. Wie kann ich ihr Klamotten geben? Naja, wird schon besser. Stimmung zu niedrig, klar, wenn du nackt bist. Was kann ich tun, damit du dir die Klamotten anziehst? Priester ist nicht mehr inspiriert. Okay. Weg. Ja. Da könnte mal was passieren hier oben in dem schönen Platz. Der Hochzeit. Sammelplatz für Hochzeit. Rogo ist mal wieder in der Nähe. Batterie wird jetzt aufgeladen. Gespeichert. Ja. Gelbe Maus, was mache ich mit dir? Jeder hat dich nackt gesehen. Ich habe zu viele Waffen rumliegen. Architekt, Struktur, Möbel. Regal. Lampe kommt noch mit hier rein. Naja, dann später angeschlossen. Bauen wir aber zumindest mal was. Strukturen, Boden wäre eigentlich ganz gut. Okay. Machen wir hier halt weiter. Wir brauchen echt Schiefer, ne? Das ist unglaublich. Wie viel man davon gebrauchen kann. Ansonsten passiert jetzt gerade nicht viel. Ja, hier ist die Marmorstruktur, die ich eigentlich nicht anfassen möchte. Ich habe zwar eine Schatze, aber vielleicht gehen wir das demnächst doch mal an. Ich denke, das könnte man wirklich überlegen. Und... durchziehen. Gelbe Maus braucht Klamotten. Das werden wir vielleicht mal in der nächsten Runde ein bisschen näher herausfinden, wie wir das hinbekommen, dass Gelbe Maus endlich mal was zum Anziehen bekommt. Soweit, so gut. Alles schläft jetzt. Was haben wir jetzt noch? Der Hopfen ist im Lager verdorben. Mann, immer so eine Sachen. Na toll. Kann man hier jetzt irgendwas machen? Kopie bauen, neu installieren. Ruiniert durch Temperatur. Ich weiß nicht, was ich damit machen soll. Ich weiß es nicht. Und der Hopfen ist mir verreckt. Toll. Rauchblatt kann ich auf... kann ich verringern. Das mache ich jetzt mal noch kurz. Sorry. War mich schon am Verabschieden. Zone verkleinern. So. Fertig. Okay. Und jetzt lassen wir das. Ich bedanke mich fürs Zuschauen und hoffe, ihr schaltet wieder ein. Ich sage ciao, ciao.